Nicht nur heute, sondern auch damals hatte das Leben der Menschen schwere Seiten. Sie hofften ganz stark auf eine Veränderung, einen Anführer, mit dem alles besser werden sollte. Wir erzählen euch deshalb, wie es damals war, als Jesus auf die Welt gekommen ist. Maria! Maria, wo bleibst du denn? Komm doch, es ist nicht mehr weit. Josef, ich kann nicht mehr. Meine Beine sind so müde. Keinen Schritt mehr. Schau mal, Maria. Ich sehe schon Licht zwischen den Bäumen. Ein Haus. Ja, ich kann es auch sehen. Das ist gut, Josef. Ich komme zu dir. Und so suchte Josef nach einem Zimmer für Maria und sich. Haben Sie ein Bett für uns heute Nacht? Nein, wir sind belegt. Können wir bei Ihnen übernachten? Wir kommen aus Nazareth. Was denken Sie? Bitte, lassen Sie uns bei Ihnen übernachten. Meine Frau ist schwanger, sie kann nicht mehr. Da sind Sie zu spät. Hier sind alle Zimmer belegt. Schauen Sie doch, ob dort im Bauernhof noch etwas frei ist. Josef, kannst du noch etwas Stroh oder Heu finden, damit wir die Krippe auspolstern können? Heute ist Jesus geboren. Hier im Stall liegt er in einer armseligen Krippe. Alle Gasthäuser waren voll belegt. Josef hat nicht ein einziges freies Zimmer bekommen. Darum müssen sie nun hier im Stall sein. Und nur Tiere sind dabei, bei Maria und Josef und Jesus. Dann kommen auch Hirten. Und schließlich singen die Engel als Boten Gottes vom Himmel. Heute machen viele Menschen auch schwere Erfahrungen, wie Maria und Josef damals. Auch heute gibt es Menschen, die von anderen nicht angenommen, nicht aufgenommen werden. Auch heute tragen viele Menschen an einer schweren Last. An diesem Weihnachtsfest können viele ihre Verwandten nicht besuchen. Das Coronavirus und die Auswirkungen der Pandemie zwingen uns zu Einschränkungen. Auch wenn wir vielleicht räumlich getrennt sind, Weihnachten verbindet uns. Dieses kleine Kind in der armseligen Krippe verbindet uns über Grenzen hinweg. Wir können füreinander beten, miteinander glauben, miteinander feiern, auch wenn wir nicht an einem Ort sind. Jesus, das kleine Kind in der Krippe, es verbindet uns. Das macht uns groß. Engel auf den Feldern singen, Stimmen an ein himmlisch Lied und im Widerhall erklingen, auch die Berge jauchzen mit Gloria in excelsis Deo. Gloria.
Jesus, wir danken dir. Du bist Mensch geworden, ein kleines Kind in einer verwundeten Welt. Jesus, Kind in der Krippe, an diesem Weihnachtsfest bitten wir dich für alle, die leiden, für alle, die schwer zu tragen haben an den Auswirkungen dieser Corona-Pandemie. Jesus, wir bitten dich, dass du allen beistehst mit deiner Liebe, die an diesem Weihnachtsfest einsam sind, alleine, die Angst haben. Jesus, wir bitten dich auch für alle, die an diesem Weihnachtsfest anderen Menschen helfen, die nicht rechnen, ob sich ihre Liebe lohnt, sondern da sind für andere. So wie du da warst für andere, so wie du da bist für uns. Jesus, wir danken dir, dass wir trotz allem Weihnachten feiern können. Ich bitte für euch und für sie zu Hause um Gottes Segen zu diesem Weihnachtsfest. Und ich wünsche euch allen viel Frieden ins Herz, Licht und Freude. Der Herr segne uns. Er gehe mit uns den Weg in die Nacht und den Weg in den Tag. Er lasse seinen Stern hell erstrahlen, so hell wie damals in Bethlehem, damit wir finden bei ihm, was wir suchen und ersehnen. Er selber gehe mit uns als der Engel, der uns schützt und erinnert, was heute Grund des Festes ist, damit die Hoffnung bleibt, wenn Tage kommen, die das Leben uns verdunkeln. Das schenke euch der Gott der Kinder und der Gott der Großen, der Vater, der diese Welt geschaffen hat, der Sohn, der ihr als Kind entgegenlacht, der Heilige Geist, der alles wohl bedacht. Amen. Ist der Retter still?